Für mich war das immer klar, dass ich Architekt werden wollte und habe dann vom Physiklehrer Rudolf Olschatti genannt bekommen, habe ihn besucht und wir wurden Freunde und er war viel älter, aber er hat mich auf gewisse Dinge aufmerksam gemacht und gleichzeitig habe ich dann, als ich ein Jahr oder anderthalb in Zürich war, habe ich oder noch zwei Jahre, weiß das nicht mehr so genau, habe ich Josefsson in einem Magazin gesehen, seine Arbeiten, habe ihn dann im Atelier aufgesucht und wir wurden auch Freude. Und so ist im Grunde genommen meine berufliche Bildung hat stattgefunden zwischen der ETH, Rudolf Olschatti und Josefsson. Das heißt, ich bin mehr als glücklich gewesen, aber ich habe auch einfach so viel Information bekommen, die mir dann vielleicht Jahre später, habe ich mich erinnert, dass sie mir das gesagt hat. Für mich ist Architektur übersetzt richtig Baukunst. Alles andere würde mich gar nicht faszinieren. Und meine Sprache ist die architektonische Sprache. Die Sprache des Schriftstellers ist die geschriebene Sprache. Und dann gibt es den Maler und es gibt all diese Berufe, die Sie kennen. Und alle haben eine Sprachlichkeit, die allgemein verständlich ist, aber immer wieder transformiert wird in eine neue Gegenwart. Und die Vergangenheit der Väter, Großväter und Urgroßväter und der tausend Jahre, die haben wir in uns. Aber wir müssen ja neu formulieren. So wie die Malerei. Und die Malerei für mich, also der Collage, Kubismus, die Maler ein bisschen früher schon, zum Beispiel auch Pissarro, haben Bildaufbauten gewählt, die mit den perspektivischen Dingen des Klassizismus gebrochen haben, nichts mehr zu tun haben. Also diese neuartigen Bildräume, die die Maler erfunden haben und nicht die Architekten, die haben mir persönlich sehr viel geholfen, um in meiner Gegenwart, in diesen bebauten Situationen und ohne diese Pläne, dass man Altstädte abreißt, um ein paar Scheiben hinzustellen, dass man da auf so nicht ganz klaren Grundstücken wunderbar bauen kann. Mies hat natürlich, weil er die Architekturgeschichte gekannt hat, hat natürlich gesehen, dass er im Grunde genommen nach diesen Backsteinhäusern, wo er ja für diese fliegenden Backsteine über diesen horizontalen Fenster ein minimales Blechli genommen hat. Heute nimmt man einen brutalen Stahlbalken und er hat so Stürze, so Blechstürze entwickelt, die natürlich wunderschön sind, aber dieser Backstein, das ist eine ungeheure Abstraktion, dass einzelne Backsteine einfach so über diese superlange horizontale Öffnung gehen. Und das Geheimnis ist ja dieses Blech, das nicht sichtbar ist. Und das hat ungeheuer viel mit Architekturgeschichte zu tun. Weil die Architekturgeschichte nie das Thema der Last inszeniert hat, sondern es hat menschliche Themen und realisiert. Und dass dieses Gebäude seinen ursprünglichen Zweck, das Wohnen, nicht mehr hat, es wird so ein, da braucht es allenfalls irgendetwas, wenn das besucht wird. Und ich denke nicht, dass die Geschichte versklavt werden darf. Und das wurde noch nie versklavt, weil jede Generation, wenn sie Respekt hat vor etwas, das schon da war, das ist gleich wie alt, kann quasi etwas weiter führen und etwas ergänzen und so weiter. Das ist absolut möglich. Und wenn Funktionen oder Wünsche das bedingen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das ist doch gut.
dass man etwas dazu baut, dann merkt man auch, dass das nicht mehr nur ein privates Wohnhaus ist. Das ist ja die größte Veränderung, dass das ein Wohnhaus war und der Garten war privat und jetzt wird er öffentlich. Das geht nicht einfach so, wenn man nur die Gartentüre öffnen kann und so, sondern da braucht es irgendeinen Hinweis, eine Transformation. Darum würde ich da sagen, das ist fast zwingend notwendig, sonst ist das so quasi wie ein etwas, das man aus der Vergangenheit nimmt und das nicht quasi weiter getraut zu nutzen im positiven Sinn. Es stirbt ja auf diese Weise nicht, wenn es das Interesse der Leute weiter hat. Da wissen Sie, ich war ja nicht dort und kenne das Haus eigentlich gar nicht und so weiter. Aber trotzdem spürt man etwas. Und jetzt stellt sich die Frage, was würde da möglich sein? Hier ist ganz sicher die Front zur Straße. Und die Frage, die uns ja jetzt beschäftigen könnte, wäre, was heißt dieser räumliche Winkel? Was bedeutet das für den Garten? Und in meinen Augen, städtebaulich, bedeutet der das so, dass der so quasi wie diesen Garten da, also man kann den Garten umfahren oder das hat eine totale Fassung für diesen Bereich des Gartens. Dann kommt es einfach darauf an, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wenn ich sage, ja gut, das ist auch eine schöne Wohnlage. Und es ist schön, wenn da kein niedriges Haus kommt, weil das ist Konkurrenz zu dem. Wenn ich jetzt einfach ohne Studieren, nur als Demonstration sage, also mir würde da so ein großes Haus gefallen und da hat es schöne Fassade in Wohnungen. Würde das zerstören oder nicht? Aus welchem Material können Sie sich das vorstellen? Das kommt aufs Projekt davon, weil es gibt noch, also wissen Sie, Sie haben ja, also das sind so wie prinzipielle Überlegungen, die ich machen würde. Ich weiß auch nicht, ob es da Seeabstand gibt von den Gebäuden. Und das ist ja, und was natürlich wichtig ist, wenn Sie hier drinnen Räume besitzen, die Sie entlasten möchten, und wenn Sie sich zusammensehen mit der bildenden Künsten oder Malerei, und wenn Sie mich fragen, dann gibt es natürlich irgendetwas, das in meinen Augen Teil von dem ist, aber auch ein Angebot. In dem Sinn, dass ich weiß nicht genau, was ich da bräuchte, eine Toilette oder ein Bookshop. Oder genau, die klassischen Dinge wie eine Garderobe, genau. Dann eine Bibliothek, Museumsshop, Café, weil die Leute kommen und setzen sich im Garten und schauen sich den See genau. an. Also das ist ein Teil von dem Besuch. Genau. Und das kann man nicht so kurz sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Funktion, also ob Sie sowas machen oder ob Sie etwas Kleines da machen, das so ist, das hat totaler Einfluss auf diese Dinge, oder? Weil im Grunde genommen stellt er ja sein Haus, das ist dieser Winkel mit den großen Räumen da, und da ist dieser Garten gefasst, oder? Und da nehme ich an, und das ist wie eine Frage, was einem da vorschwebt. Wenn der Bau so ausschauen würde, oder noch höher, dann würde
das Haus, wenn Sie, also, wenn Sie den darstellen, dann hat das Haus eigentlich diesen Winkel noch. Wenn Sie das Haus nach vorne nehmen, also Sie können auch einen kleinen Portikus machen, was auch immer, aber wenn Sie das da nehmen, dann ist das da zerstört. Das heißt, Sie müssen den Ort finden, wo man mit dem einsetzen kann, städtebaulich, und dass der Garten funktioniert und dieses Haus, so wie es angelegt ist, wo kann es das Volumen tragen in dieser Umgebung? Die Größe spielt für mich viel weniger die Rolle als die Frage, wo steht es, in welchem Bereich wird es gebaut. Schlimm wäre ja hier. Und da finde ich, da drinnen, da glaube ich, funktioniert vieles, aber nicht da vorne. Ich würde nie da vorne irgendwie beginnen. Ich würde da beginnen. Irgendwo da. Dieser Winkel da ist angelegt für diese Parzelle. So. Wenn Sie da bauen, ist die Parzelle noch so groß. Also wenn Sie da bauen, wird die Funktion von dem so groß. Wenn Sie das da lassen, das ist wie ein Gemälde von Mondrian, wenn Sie das da lassen und das da lassen, dann hat es da diesen Umraum und da diesen Umraum und dann kann da was Großes sein. Da kommen wir wieder auf die Proportionen. Das braucht die richtige Proportion. Ja, aber es, ja, aber so irgendwie würde ich das untersuchen. In meinen Augen, also nicht so irgendwie, genau so würde ich das untersuchen. Was verlangt dieses Gebäude, dass man es nicht zerstört und als Objekt irgendwo in eine Schuhschachtel tut, in eine Vitrine, aber es hat seinen Lebensraum verloren. Und ob das groß oder klein ist, das ist überhaupt, es braucht die Überlegungen zu dem Gebäude und zum Freiraum. Und dann gibt es eine sogenannte Überlegung, und wo die Bauparzelle, ohne weiter zu definieren, wie genau, wo die Bauparzelle liegen könnte. Also das bin ich ziemlich, also das wäre so mein Ansatz da. Und verstehen Sie das, wenn Sie da von da bauen, dann wird dem schon Luft genommen, wird dem schon seine ursprüngliche Umgebung genommen. Also so würde ich einfach beginnen und der Rest ist dann ein Projekt oder irgendeine Vorstellung, oder der Rest wird dann so quasi wie über das Programm auch die Größe bekommen. Und ich würde mich da, es kommt ja darauf an, wie das Gebäude dann für eine Gestalt hat und wie es proportioniert ist. Groß allein ist nicht schlecht. Hässlich ist schlecht. Schlecht proportioniert ist schlecht. Ob groß oder klein, das ist alles schlecht. Aber Größe allein überhaupt nicht. Und es sollte nicht identisch sein mit dem, es sollte anders sein. Und das hat generell ein Wesen von Horizontalität. Und das sollte eher ein Wesen haben der Vertikalität, dass die beiden so zueinander stehen.